Google, Stanford, MIT, das sind die größten KI-Forschungszentren derzeit weltweit. Kein Wunder, alle in den USA und 60% der KI-Forscherinnen weltweit arbeiten in den USA. Gleichzeitig kommen die meisten neuen KI-Forscherinnen aus China. Deutschland wird seit Jahren vorgeworfen, in der Digitalisierung weit zurückzuhinken und zumindest in der KI-Sparte kann zurzeit nicht das Gegenteil behauptet werden. Deswegen haben wir im Interview Marco Alexander Breit, der Leiter der Stabsstelle Künstliche Intelligenz vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, im Interview. Leider nicht wie geplant in Jena, denn der gesamte Digitalgipfel findet dieses Jahr erstmals digital statt. Und deswegen werden wir unsere Interviews in den kommenden Tagen alle hier in diesem Gipfelstudio durchführen. Herzlich willkommen, Marco Alexander Breit. Guten Tag, vielen Dank. Herr Breit, Sie sind Leiter der Stabsstelle Künstliche Intelligenz im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Vor knapp 2 Jahren hat die Bundesregierung ihre KI-Strategie im Rahmen der Digitalklausur am Hasso-Plattner-Institut verabschiedet. Das Ziel, Deutschland zu einem führenden Partner und Standort für künstliche Intelligenz in der Welt zu machen. Dafür sollen bis 2025 5 Milliarden € ausgegeben werden. Wofür wird dieses ganze Geld ausgegeben? Ja, wir haben in der KI-Strategie 3 übergeordnete Ziele. Das eine haben Sie schon gesagt, das ist, wir wollen Deutschland und auch Europa zu einem führenden KI-Standort in der Welt machen. Das zweite Ziel ist, wir wollen dafür Sorge tragen, dass KI gemeinwohlorientiert zum Einsatz kommt. Und das dritte ist, wir wollen auch einen gesellschaftlichen Dialog befördern zu den Chancen von KI. Und das sind die 3 übergeordneten Ziele der KI-Strategie. Wir haben eine KI-Strategie vorgelegt vor 2 Jahren, die jetzt in der Abstimmung ist, auch in der Bundesregierung, eine Aktualisierung erfährt. Wir werden gucken, wo sind die Stärken der KI-Strategie, wo können wir die Stärken auch wieder stärken, wo haben wir noch Schwächen, wo müssen wir neu ansetzen. Und dieser Prozess findet gerade innerhalb der Bundesregierung statt. Sie haben gefragt, wofür wir das Geld ausgeben. Nun, wir im BMWI haben uns den Teil der KI-Strategie, der sich dem Transfer zuwendet, und übernommen. Und wir möchten an dieser Stelle, ich möchte 3 Dinge stellvertretend sagen, die wir tun. Das eine ist, wir fördern ganz konkrete Innovationen mit den KI-Innovationswettbewerben. Dafür haben wir schon 2, 3 Aufrufe mittlerweile getan. Sie können davon ausgehen, dass wir das auch weiter tun werden. Darin fördern wir Unternehmenskooperationen auf der Basis von Plattformen, die sich der KI als Technologie zuwenden und diese von der Forschung in den Transfer bringen. Das zweite, was wir tun, ist, wir gehen ganz konkret zu den Unternehmen, insbesondere zu KMUs, zu kleinen und mittelständischen Unternehmen und bringen ihnen die Kenntnis dessen, was KI kann und was auch KI für sie kann als kleine und mittelständische Unternehmen direkt zu den Menschen, direkt zu den Unternehmerinnen und Unternehmern. Das machen wir über die sogenannten KI-Trainer sehr erfolgreich bis jetzt. Wir wollen dieses Programm auch weiter stärken, auch mit den Mitteln der weiteren Tranchen der KI-Strategie und wollen das Programm ausbauen, denn wir haben 3,5 Millionen kleine und mittelständische Unternehmen in Deutschland und bis wir die alle erreicht haben, vergeht ein wenig Zeit. Das Problem an der Stelle ist, KI-Experten wachsen auch nicht auf dem Baum, die muss man erst ausbilden, sodass dieses schneeballartige System, das KI-Trainer wieder KI-Trainer anlernen, das kommt jetzt ins Rollen und das wollen wir auch weiter befördern. Die dritte Maßnahme, die wir machen, ist, wir klären auch auf. Wir klären nicht nur die Unternehmer und Unternehmer auf, sondern wir wollen die KI auch in die breite gesellschaftliche Debatte tragen. Das machen wir unter anderem mit dem vom DIHK geförderten und vom BMWI unter der Schirmhaft stehenden Programm Elements of AI. Das ist ein kostenloser Online-Kurs, den auch Sie zu Hause, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, gerne machen können. Er bringt Sie zusammen mit den Anfängen von KI. Was ist KI eigentlich? Was kann diese Technologie? Und geht dann schrittweise mehr in die Tiefe. Und am Ende sind Sie ein ausgebildeter KI-Profi sozusagen. Diesen Kurs unterstützen wir auch und erhoffen uns davon eine breite gesellschaftliche Debatte beziehungsweise ein breites gesellschaftliches Verständnis dessen, was KI kann und was es aber auch nicht kann. Sie haben gerade schon die kleinen und mittelständischen Unternehmen angesprochen. Laut einer aktuellen Studie des Bitkom aus dem Juni 2020 halten bereits 3/4 dieser Unternehmen KI für eine wichtige Zukunftstechnologie. Gleichzeitig nutzen nur 6% dieser Unternehmen künstliche Intelligenz in ihrer eigenen Firma. Sie haben nun gerade das Konzept der Trainer angesprochen. Wie genau überzeugt man Unternehmen, mehr KI einzusetzen und warum ist das vorteilhaft?
Ich glaube, es sind drei Wege am Anfang. Muss stehen, dass wir überhaupt mit den Unternehmerinnen und Unternehmern, aber auch mit den Beschäftigten in den Unternehmen in den Dialog treten können. Wir müssen verstehen, welche Wirkung KI auf ihr eigenes Geschäftsmodell, aber auch auf die internen Abläufe innerhalb der Unternehmen haben kann, wo sie davon profitieren, wo Synergien gehoben werden können, wo neue Geschäftsmodelle entstehen können, wo im Prinzip der betriebswirtschaftliche Mehrwert von KI in den einzelnen Unternehmen ist. Das machen auch die KI-Trainer. Wir fördern das aber auch ab dem kommenden Jahr mit dem neuen Go-Data-Programm, in dem wir ganz klar sagen wollen oder ganz klar zeigen wollen, den Unternehmen, dass sie Daten haben, einen richtigen Datenschatz, den sie vielleicht noch gar nicht nutzen. Und wir wollen ihnen zeigen, wie sie diesen Datenschatz dann auch in die Anwendung bringen können und damit auch einen Vorteil daraus ziehen. Sie haben gefragt, was ist dabei wichtig? Erstens, ich glaube, dass wir eine positive Geschichte erzählen. Viele Unternehmen haben auch noch so ein bisschen Sorge, dass sie in der ganzen Debatte auch etwas zurückfallen. Und daran kann man ja arbeiten. Wenn ich weiß, dass mein Wettbewerber Datenanwendungen, Künstliche Intelligenz benutzt, um seine Produkte besser oder schneller oder auch qualitativ hochwertiger zu machen, dann muss ich da ja nicht wie die Maus vor der Katze sitzen und nichts tun, sondern ich kann ja auch sagen, ich wende mich dieser Technologie hin. Da gibt es noch zu wenige, die das tun. Es gibt die sogenannten Standarddigitalisierer, die im Prinzip das, was sie tun müssen, langsam in ihrem Unternehmen umsetzen. Aber wir wollen, dass die Unternehmen nach vorne denken, dass sie das KI-Thema und das Datenthema progressiv angehen und im Prinzip die Grundlagen für ihren ökonomischen Erfolg in den nächsten Jahren und Jahrzehnten legen. Das Zweite, was man tun muss, ist, man muss die Sprache eben jener Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen. Es bringt nichts, wenn wir im Prinzip auf hoher Ebene darüber reden, was KI alle für segensreiche Wirkungen haben kann. Man muss die Sprache sprechen der Unternehmerinnen und Unternehmer. Man muss ihnen klar sagen, wie das zu ihrem Geschäftsmodell passt. Und da haben die KI-Trainer auch eine kommunikative Aufgabe. Das Dritte, was ich glaube, was extrem relevant ist, ist, wir müssen im Prinzip ein Klima der Offenheit, ein Klima des Vertrauens und der Sicherheit, aber auch der Verlässlichkeit von KI und Transparenz von KI herstellen. Viel zu oft ist KI noch ein Thema, bei dem die Leute eher ungute Gefühle haben, weil sie nicht wissen, was heißt das eigentlich, wie werde ich mit meinen Entscheidungen davon beeinflusst. Die KI, es gibt bei der Anwendung von KI auch eine Debatte, die sehr sorgenvoll in Teilen geführt wird. Das sollte man auch im Hinterkopf haben, dass es da auch Risiken gibt. Aber die Chancen der KI zu unterstreichen und einen Innovationsrahmen oder einen regulatorischen Rahmen zu schaffen, damit auch diese Innovationen am Ende aus den Unternehmen auf den Markt kommen können, das ist die dritte Aufgabe, die man sich politisch vornehmen muss, und auch daran arbeiten wir. Genau diesem Thema nimmt sich ja die Plattform Lernende Systeme des Digitalgipfels an. Sie haben nun schon die Bedenken geäußert, die Sie haben, oder die Probleme, die Sie sehen, geäußert. Wie kann man diese nun überwinden, diesen gesellschaftlichen Dialog anstoßen und Leute davon überzeugen, dass künstliche Intelligenz eine gute Sache ist und viele Chancen bietet? Nun, das eine ist die Kombination aus verschiedenen Elementen, die ich schon genannt habe. Die KI-Trainer sind wichtig, Applied Elements of AI ist wichtig, also quasi das Wissen über KI in die Breite auch der Bevölkerung zu tragen, damit diese Debatte nicht mehr nur von Gefühlen bestimmt wird, sondern auch von Wissen. Das Zweite, was man tun wird, wir sehen ja sowohl in Deutschland als auch in der Europäischen Union Bemühungen, einen regulatorischen Rahmen für KI zu entwickeln, der auf der einen Seite diese Risiken adressiert, auch der Diskriminierung zum Beispiel, aber auf der anderen Seite diese Chancen ermöglicht. Wir im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie haben uns fest auf die Fahne geschrieben, dass wir diesen Innovationscharakter von KI verdeutlichen wollen und den auch unterstreichen wollen, weil zu oft, wie gesagt, die Debatte, und da bin ich auch der Plattform sehr dankbar, zu oft wird diese Debatte sehr defensiv geführt. Wir müssen aber in ein Mindset kommen, dass wir diese Debatte nach vorne führen, die Chancen und Möglichkeiten von KI nutzen. Das bedeutet, dass wir sie da regulieren, wo sie schädlich sein kann, aber nicht überregulieren und damit die Innovationen zerstören, die aus Deutschland und aus Europa herauskommen können. Ich kann mir das jetzt nur schwierig vorstellen. Sie haben jetzt gerade angesprochen, dass diese KI-Trainer und dieser Kurs für AI quasi die breiten Massen quasi dazu bringen könnte, die KI als etwas Positives wahrzunehmen. Nur wie genau soll das funktionieren, dass KI-Trainer zu kleinen und mittelständischen Unternehmen gehen, das kann ja noch angehen. Aber wie funktioniert das dann für die große breite Masse in Deutschland, die sich teilweise vielleicht gar nicht für das Thema künstliche Intelligenz interessiert? Wie sollen solche Leute erreicht werden?
Nun, ich glaube, wie gesagt, der Kurs Elements of AI ist eine Möglichkeit. Wir haben den auch im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie beworben. Die DIHK ist ein starker Partner auch im Bewerben dessen, sodass ich natürlich ist es ein schwieriges Unterfangen, 80 Millionen Deutsche zu KI-Experten ausbilden zu wollen. Das ist aber auch gar nicht das Ziel. Wichtig ist, dass die Debatte, wie gesagt, auf der Basis von Wissen geführt wird und nicht auf der Basis von Gefühlen. Und da gilt es, über die Unternehmen, über die DIHK, über das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, aber auch über die anderen Ressorts der Bundesregierung und die politischen Köpfe, dann auch wirklich die Informationen zu den Menschen zu tragen. Es ist ein Stück weit natürlich eine Bringschuld und keine Holschuld bei den Bürgerinnen und Bürgern. Ich kann nicht erwarten, dass die Bürgerinnen und Bürger sich in der Breite mit KI jetzt auseinandersetzen, nur weil es wichtig wird für sie, sondern wir müssen sie auch darüber aufklären und wir müssen ihnen zeigen, wenn du die Debatte führen möchtest auf der Basis von Wissen, es gibt Möglichkeiten, sie sind sehr niedrigschwellig, sie machen einen Teil noch Spaß. Ich persönlich habe Elements of AI 2-mal jetzt schon gemacht und ich finde, es ist ein ganz hervorragender Kurs und kann Ihnen den auch nur sehr ans Herz legen. Dann kommen wir vielleicht zum letzten Thema. Im Mittelpunkt des diesjährigen Digitalgipfels steht digital nachhaltiger Leben. Wie kann künstliche Intelligenz zu dieser Nachhaltigkeit beitragen und ist sie nicht vielleicht sogar eher kontraproduktiv? Das ist eine sehr gute Frage. Ich selber würde sagen, diese Frage ist noch offen. Klar ist, Künstliche Intelligenz, auch Cloud- und Edge-Technologien verbrauchen eine Menge Strom. Gleichzeitig ist es so, dass die Produkte, die Devices, die Endgeräte, die wir haben, mit denen wir KI nutzen, also selbst schon Ihr kleines Handy in der Tasche, hat einen enormen Ressourcenverbrauch, insbesondere dann, wenn ich je pro Mensch auf dem Planeten ein Handy oder zwei Handys sogar irgendwie zähle, verbrauchen wir eine Menge Ressourcen. Gleichzeitig ist es so, dass die KI als Technologie natürlich an vielen Stellen Einsatz finden kann, um eben jene Dinge auch dann nochmal abzufedern oder sogar zu verbessern. Ich bringe Ihnen drei Beispiele. Wir können KI in den Unternehmen einsetzen, um ressourcenschonend zu arbeiten. Wir können KI in den Wertschöpfungsketten einsetzen und auch in den Lieferketten einsetzen, um das Anfallen von nicht brauchbaren Produkten oder verdorbenen Lebensmitteln oder aber auch zum Beispiel qualitativ minderwertigen Endprodukten zu verhindern. Diese Art von Ressourcengewinn muss man natürlich aufrechnen damit. Sie können auch damit aufrechnen, die Energie- und Effizienzgewinne in den Unternehmen, die durch KI befördert werden. Sie können dazu aufrechnen, die Anwendung von KI selber, die quasi genau in dem Punkt ansetzen. Wir sehen an vielen Stellen nachhaltige Anwendung oder die Anwendung von KI, insbesondere zum Fördern der Nachhaltigkeit, des Umweltschutzes und der Ressourcenschonung. Ich bringe Ihnen zwei Beispiele. Das eine ist, Sie können mit KI-basierten Lösungen sehr, sehr viel genauer identifizieren, wo Sie eigentlich ein Windrad und wo Sie eine Solaranlage hinstellen, damit Sie maximal Wind- und Sonnenenergie abbekommen und so in das Stromnetz speisen können. Das sind Effizienzgewinne, Effektivitätsgewinne, die man damit aufrechnen kann. Wir sehen jetzt zum Beispiel bei den Waldbränden, die an verschiedenen Stellen auf der Welt wüten, dass zum Beispiel KI-basierte Drohnen zur Wiederaufforstung genutzt werden, um damit auch Umwelteffekte und Umweltschutzeffekte herzustellen. Insofern die Anwendung von KI, insbesondere im Bereich der Ressourcenschonung, insbesondere im Bereich des Umweltschutzes, Artenschutzes, sind enorm. Da ist noch nicht jede Möglichkeit erfunden und deswegen muss man da auch, wie ich schon gesagt habe, ein innovationspolitisch offenes Reglement und Mindset haben, damit wir diese Dinge nicht im Keim ersticken, sondern im Prinzip diese positiven Lösungen auch aus Deutschland und Europa kommen können. Wurde das bereits irgendwie mal ausgerechnet in einer Studie oder sowas dergleichen? Oder sind das jetzt viele Ideen, die Vorteile bringen könnten, aber man hat das noch nicht wirklich quasi schwarz auf weiß, dass das nun bei einem Positiveffekt rauskommt? Nun, ich glaube, eine solche Studie könnte ohnehin nur eine Momentaufnahme, sein, da, wie gesagt, die erstens die Lösungen in Teilen noch nicht erfunden sind. Zweitens ist noch nicht ganz klar, wie sich eigentlich der Einsatz von KI, auch der Wechsel von Cloud-Technologien hin zu mehr Edge-Technologien auf energiepolitisch auswirken wird. Ich glaube, das ist eine permanente Aufgabe, dafür zu sorgen, dass KI auch den Einsatz findet, Ressourcen und Energie zu schonen und den Umweltschutz zu befördern. Eine Studie zum jetzigen Zeitpunkt kann nur eine Momentaufnahme sein. Die ersten Zeichen sehen wir dafür. Aber ich habe ja schon gesagt, das ist eine offene Frage. Es ist auch die Aufgabe der Menschen und es ist auch die Aufgabe von Regierungen, dafür den Rahmen zu setzen, dass diese Dinge am Ende in die richtige Richtung laufen. Auch das ist ein Ziel der KI-Strategie in Deutschland und in Europa.
Also ein spannendes Feld, das noch viel Arbeit bedarf, aber deswegen bis 2025 ist ja noch ein bisschen Zeit. Vielen Dank. Und wir arbeiten kräftig dran. Nicht nur das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, auch die Kolleginnen und Kollegen aus den Ressorts sind kräftig bemüht, Deutschland und Europa zu einem starken KI-Standort zu machen und das auch gemeinwohlorientiert und auf der Basis von Vertrauen und Transparenz. Herr Breit, vielen Dank für das Interview und noch einen schönen Tag auf dem Digitalgipfel. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.